Europawahl 2019 wählt die Grünen Autor Dr. D. Seltzer McKenzie YouTube. Seit mehr als 50 Jahren bin ich aktives Mitglied der CDU/CSU, aber zur bevorstehenden Europawahl kann ich meine Partei nicht empfehlen. Ich rufe deshalb die Wähler auf, wählt die Grünen. Die CDU/CSU hat den Anschluss in den letzten 15 Jahren total verpasst. Die Partei ist korrupt bis ins Mark und in Wahrheit überhaupt nicht mehr regierungsfähig. Natürlich trifft das genauso für die SPD und auch für die FDP zu und ich behaupte, die Union wird jetzt den gleichen Weg gehen müssen, den die SPD gegangen ist. Die Union wird sich bald auf die 15%-Marke einstellen müssen. Die Union hat die Probleme in der Klimapolitik nicht nur total verschlafen, sondern aus Gründen der Korruption auch regelrecht verpasst. Wenn man einen total ahnungslosen Wirtschaftsminister, wie eben derzeit der deutsche Wirtschaftsminister ist, hat, dann kann man eben keine zukunftsweisende Politik mehr machen. Es zeigt sich doch immer mehr, dass ganz besonders die nachwachsende Generation und nicht nur die heutigen Jugendlichen, sondern auch die heutigen jungen Erwachsenen an der Union, an der SPD und auch an der FDP nichts mehr finden können, weil diese Parteien total altmodisch und viel zu konservativ sind und leider auch viel zu korrupt. Die einzigste Alternative für Deutschland sind die Grünen. Die Grünen haben eben keinen Dreck am Stecken. Die Grünen haben sehr gute Zukunftsprojekte wie Klimaschutz und Umweltschutz, und das sind die Themen der Zukunft. Und da muss ich die Union, aber auch die SPD und FDP noch einiges von abgucken. Die nächste Bundestagswahl, auch wenn sie spätestens erst in 2 Jahren kommt, ist bereits heute für die Union verloren. Bei der nächsten Bundestagswahl werden die Grünen stärkste Partei, die Grünen werden den Bundeskanzler stellen und die Union wird sich nur noch als Juniorpartner verstehen können. Das wäre auch gut so, denn man muss eingestehen, die Grünen haben nun mal eben die besten Konzepte für die Zukunft hinsichtlich des Umweltschutzes, hinsichtlich der sozialen Sicherung und auch hinsichtlich sämtlicher wichtigen Themen der Zukunft. Deshalb appelliere ich als langjähriges CDU/CSU-Mitglied und auch Kämpfer für diese Partei, wählen Sie die bessere Alternative, wählen Sie diesmal die Grünen. Die Grünen stehen für eine ordentliche Zukunft und für soziale Sicherheit in der Zukunft. Und deshalb sollten Sie den Grünen die Mehrheit im Europaparlament verschaffen.